Hallo allerseits, ich bin auf der Spielwarenmesse heute bei der Neuheitenschau für die Presse und bin hier am Stand von Fischertechnik und stehe hier gerade vor einer faszinierend großen Kugelbahn, die hier aufgebaut ist, und bin im Gespräch mit Markus Keller, Geschäftsführer von Fischertechnik, der uns auch ein bisschen was erzählt dazu. Herr Keller, diese Kugelbahn, die ist jetzt hier gigantisch groß, das sind aber, glaube ich, 3 Sets insgesamt. Das sind die 3 Modelle, die aus dem Baukasten baubar sind, übereinander gestellt, deswegen gibt es das beeindruckende Messemodell, aber selbst ein einzelnes Modell ist fast 1 Meter hoch und kann aus dem Baukasten dann gebaut werden. Wie viel Bahn hat man da aufgebaut bei dem Set? Ungefähr 3-4 Meter? Wie viel ist das? Also insgesamt im Baukasten sind 5,6 Meter Bahn enthalten und hier sehen Sie das Thema mal 3. Also sind fast 15 Meter. Das heißt, es geht durch Röhren, es geht durch Loopings. Genau. Weichen, glaube ich, gibt es auch, haben Sie gesagt vorhin. Einmal hier eine Stoppweiche oder auch eine Wechselweiche, wo man dann die Kugel entsprechend umstellen kann. Im Baukasten sind es Handweichen, die können aber auch entsprechend motorisiert werden und mit unserem Bluetooth-Control-Set dann über eine App ferngesteuert werden. Das heißt, das Set selber kostet 100... Das Set kostet 189 und kann dann entsprechend mit Fischertechnik erweitert werden. Und kann man das jetzt mal sehen mit der Bluetooth-Erweiterung, mit dem Steuern? Das ist hier ein Tablet aufgebaut. Das ist eine Stoppweiche und die kann ich über das Tablet entsprechend steuern. Also jetzt mache ich beispielsweise die Weiche zu. Schauen wir mal. Wenn die nächste Kugel vorbeikommt, dann stoppt die dort und kann die jetzt wieder aufmachen und die Kugel freigeben. Das flitzt sich weiter. Und ähnlich kann ich hier die Weiche steuern, beispielsweise entweder den normalen Kugelverlauf oder ich gehe dann entsprechend in den Looping. Und am Schluss werden die Kugeln hier aufgefangen und stehen dann hier an in einem Aufzug. Genau, werden mit dem Magnetförderer wieder nach oben transportiert. Und diese Förderbank gehört auch dazu, die ist auch schon im Lieferumfang dabei, alles ist ein tolles drin. Set. Genau. Da kann man sich richtig ausspielen. Ab welchem Alter haben Sie dieses Set gedacht? Ab 8 Jahren in etwa. Ab 8 Jahren. Mhm. Das ist die eine Neuheit, die Sie haben. Sie haben aber noch was Zweites auf dem Messestand. Ja, im Bereich Robotik haben wir das Thema Smart Home. Das schauen wir uns auch mal an. Ja. Mhm. Das ist unser Baukasten aus der Robotics-Linie ab 10 Jahren. Dort wollen wir das Thema Internet der Dinge begreifbar machen. Das heißt, die Kinder können sich eine Sensorstation bauen, die einen Umweltsensor enthält, der beispielsweise die Temperatur, die Helligkeit, die Luftfeuchtigkeit, auch die Luftqualität misst. Und über die Kamera und das Mikrofon kann die Lautstärke und eine Bildübertragung stattfinden. Und so können zunächst mal die Messdaten erfasst werden, ausgewertet werden, in der Messreihe fortgeschrieben werden, aber auch über eine Cloud-Anwendung übertragen werden, sodass man über das Handy, über das Smartphone mittels einer App überwachen kann, wie ist beispielsweise die Luftqualität im Kinderzimmer, wie entwickelt sich die Temperatur, wie ist die Helligkeit, all das ist möglich mit diesem Baukasten. Schauen wir uns nochmal das Set genauer an. Das ist hier die Zentrale. Was kostet das Set? Das Set kostet 199 als Ergänzungsbaukasten in der Robotics-Linie. Und für die 199 ist der Controller und alles schon der dabei? Der Controller ist nicht dabei. Deswegen ein Ergänzungsset. Ja. Viele haben ja in der Robotics-Linie schon den Controller und im Ergänzungsset sind die ganzen Sensoren, die ganze Mechanik, die App-Anwendung, der Cloud-Zugang, die Kamera, alles mit drin. Und das ist jetzt hier der Umweltsensor? Das ist der Umweltsensor, genau. Dann haben wir hier die Kamera, die ist hier jetzt zum Beispiel motorisiert drehbar. Die ist drehbar, genau, über die App. Und die Kamera wird per USB angebunden an den Controller. Und dann geht es über eine Cloud, geht es dann weiter nach draußen. Genau. Und das Ganze ist gesichert fürs Kinderzimmer, weil das ja der Abruf... ist absolut gesichert, da sind entsprechende Zertifikate dahinter, ist passwortgeschützt, ist verschlüsselt. Und vor allem, die Server stehen alle in Deutschland, sodass wir da das höchstmögliche Maß an Datensicherheit sicherstellen. Ja, ich denke, das ist auch ein schönes Set für Altersgruppe, auch ab 10 Jahre haben Sie, glaube ich, genau, geschrieben. Genau, ab 10 aufwärts. Und wie lange gibt es das, den Controller inzwischen am Markt? Dieses Set ungefähr 2 Jahre, 3 Jahre? Nee, der TXT-Controller ist jetzt etwa 4 Jahre am Markt. So und generell sind wir ja schon seit Mitte der 90er in dem Thema Robotics unterwegs. Und hier zeigen Sie an der Wand eine Fernanwendung. Genau, auf der linken Seite sehen Sie die Anwendung an unserem Standort in Waldachtal. Da sehen Sie die aktuelle Luftqualität, die Uhrzeit. Die Kamera wäre jetzt von hier auch schwenkbar. Und auf der rechten Seite sehen Sie in einer anderen grafischen Darstellung die entsprechenden Werte hier in Nürnberg. Aha. Da sehen wir die Kamera selber, da sehe ich mich jetzt auch mal selber. Genau, die können wir auch mal schwenken. Eben.
Das ist hier eine PC-Software, die Sie hier haben, und es geht genau, ganz geht per Tablet auch? Das geht per Tablet genauso, entweder über die App oder wie jetzt hier in der PC-Anwendung. Gut, das war's aus Nürnberg von der Neuheitenschau der Spielwarenmesse am Tag vor Messeeröffnung hier am Stand von Fischertechnik mit Markus Keller, Geschäftsführer dieses Unternehmens. Vielen Dank.